Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 3. Und ja, ich weiß jetzt, warum die Affen so aggressiv mir gegenüber waren. Ich dachte eigentlich, das passiert erst dann, wenn ich auf einen schieße. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass trotzdem, wenn man einen neuen Spielstand anfängt, das Spiel das trotzdem in einem sieht. Oh Gott, wo lasse ich mich denn hier am besten runterfallen? Das Spiel halt als eines sieht und, ja, was soll ich dazu sagen? Es fand es natürlich nicht so schön, dass ich zum ersten Level die Secrets gesammelt habe. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach hier fallen lassen kann. Und dabei habe ich halt diesen Affen getötet, der mir das Dings weggenommen hat. Diesen Spiegel. Nein, das war nicht gut. Und dadurch sind wohl die anderen Affen auch nicht so gut auf mich zu sprechen. Na, das macht schon irgendwie Sinn. Vielleicht noch nicht hier an der Seite? Nein. Ach du meine Güte, wie mache ich das denn? Ich muss doch hier... Es ist doch nichts anderes hier. Ich kann mich gerade nochmal auf der Seite umsehen, aber... Ich meine, hier wäre sonst nichts. Da ist ja nichts. Nee. Kann da nichts rausziehen. Komisch. Festhalten kann ich mich auch nicht. Warte mal, ich gehe nochmal gerade auf die andere Seite. Hier dürfte ja eigentlich auch nichts sein, ne? Dann mache ich das einfach mal so. Ah, so lebe ich wenigstens. Ich glaube, ich hätte mich dort irgendwo fallen lassen können, oder? Naja, jetzt bin ich schon mal so weit. Aua. Sehe nichts. Ihr habt doch letztens noch gesagt, dass ich das Ganze relativ aktuell halten möchte und so weiter und so fort. Und dann erfahre ich mein... Oh mein Gott, ein Secret-Geräusch. Oh mein Gott, dass ich das erleben darf. Dass ich das alles recht aktuell halten wollte und dies und das und jenes. Und dann erfahre ich erstmal, dass mein Freund Urlaub hat. Und ich dann definitiv nicht dazu kommen werde, irgendwie was aufzunehmen. Jetzt frage ich mich aber, wo ist das Secret? So ist es wahrscheinlich die Sachen, oder? Ja, also es hat ein Secret-Geräusch gegeben. Das wird schon gezählt haben, oder? Hauptsache, ich komme hier weiter. Sieht aber ganz danach aus, oder? Oh, hoffe ich mal. Weil hier war ja jetzt sonst nichts weiter. Ich guck noch mal kurz. Secrets sind ja hier alles Items, aber das irritiert dann trotzdem. Ja, sonst ist ja hier auch nichts, ne? Nichts, was ich hier irgendwie verschieben könnte. Die andere Seite ist zu niedrig. Nö. Oh, bleib ich einfach. Aber wenigstens mein Secret-Geräusch. Ich hoffe, dass das auch dafür war. Weil dann kann ich wenigstens sagen, hey, ich habe wenigstens eins gefunden. So. Ah, guck mal einer an. Japp. Ich habe doch gesagt, ich lande dann hier. Super. Jetzt habe ich den ganzen Weg wieder nach oben. Oh, verdammt, wo geht's denn da dann weiter? Och, nö. Och, nö. Och, nö. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich habe da nichts gesehen, ehrlich gesagt. Naja. Aber im Punkto aktuell. Ja, ich werde jetzt ein bisschen was auf Vorrat aufnehmen für den Rest des Jahres halt. Damit ich einfach gewappnet bin. Weil ich sonst echt nicht dazu kommen werde. Nein, verkehrte Richtung natürlich. Das muss ja dort oben irgendwo weitergehen, oder? Komisch. Aber ja. Ich sag einfach mal, ich werde hier meinen Weg nach oben bahnen. Und wir sehen uns dann gleich oben wieder. So, dann muss es ja hier irgendwo weitergehen, oder? Aber das muss doch irgendwo... Verwirrt. Ich bin echt verwirrt.
Wo geht es hier weiter? Da oben kam ja nur die Kugel raus. Da komme ich ja auch nicht hin. Ich kann hier auch nichts rausschieben oder so. Das kommt ja dazu. Und da drüben war ja eigentlich auch nichts. Soweit ich das beurteilen konnte. Da unten war nichts mehr, da gab es keinen anderen Weg. Hier kann ich ja auch nichts rausschieben. Hier ist es nochmal so dunkel, das ist so verdächtig, aber ja. Ist ja auch nichts. Nichts an der Decke. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Ich muss doch hier irgendwo weitergehen. Ich habe den Schlüssel doch noch gar nicht aufgenommen. Der mir noch... Ach, hier kann ich es verschieben. Yay, ich habe was gefunden. Na gut, dass ich das erst nicht gesehen habe, sonst hätte ich das Secret wahrscheinlich nicht bemerkt. Nicht nur wahrscheinlich, definitiv nicht bemerkt. Hätte ich nicht wenigstens einmal ein Secret gefunden. Naja, egal. Mit den Secrets ist ja völlig egal. Aber ich kann jetzt sagen, hey, guck mal, da unten ist eins. Wie weit muss ich das noch reinschieben? Stunden später. Oh, oh mein Gott, hier macht sich ein Gang bemerkbar. Solange ich nicht direkt angegriffen werde, ist alles in Ordnung. Ja, zurückschieben kann ich das ja eh nicht. Ich wette, hier kannst du auch noch irgendwas verschieben, ha? Ah, siehst du. Das hat mir jetzt was gebracht? Kann ich hier noch was verschieben? Und ich nehme auch kurz noch meine Fackel. Das kann ich auch verschieben. Das kann ich auch verschieben. Wieso habe ich das Gefühl, hier versteckt sich noch irgendwas? Weil die anderen beiden kann ich halt nur reinschieben und die kann ich halt wirklich nur zur Seite schieben, wenn die in der Mitte weg sind. Guck mal gerade dahinter jetzt. Hier ist nichts. Kann ich hier irgendwas verschieben? Scheinbar nicht. Dann schiebe ich den einfach wieder zurück. Schiebe dafür mal den hierher. Irgendwo wird sich auf dem Boden was verstecken. Ich sag's euch. Irgendwo da drunter. Es wäre nicht das erste Mal. Na, guck mal einer an. Das kann ich nicht verschieben. Das kann ich auch nicht verschieben. Aber dafür könnte ich ja den anderen, den hier mal rausschieben und den anderen reinschieben. Ich weiß, es passiert jetzt gerade voll viel, aber das interessiert mich jetzt mal gerade. Besser als wenn ich direkt aufs Ziel losrenne, ne? Ich habe ja hier so ein Talent darin, das Ziel direkt zu finden in dem Level. Von daher freue ich mich auch mal, wenn es solche Sachen gibt. Ach, guck mal, da ist ein Hebel. Wofür ist der? Der hat da Wasser reingefüllt? War's das? Da kann man hier noch mehr entdecken. Ich frage mich, ob ich rein theoretisch den hier auch zurückschieben könnte und dann irgendwie dorthin, aber ich glaube eher weniger, ne? Nee, ich glaube, das wird nichts. Jetzt habe ich irgendwo Wasser reingemacht. War das denn... Oh Gott. War das denn ein Zweck von dem Ganzen? Oder ist da jetzt doch noch was versteckter? Nein! Das war ja klar. Es war so klar, dass ich zu spät diesen Speedbo...
Buff rausnehme. Ah, die Musik war cool. So. Mal gucken, was haben wir hier? Aha, eine dunkle Ecke. Eine wirklich dunkle Ecke oder eine dunkle Ecke? Eine wirklich dunkle Ecke. Ich glaube, da lasse ich mich nicht fallen. Hier ist besser. Aber schön nach unten. In welche Richtung muss ich? Da waren die Sachen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin wieder hier, aber... bin verwirrt. Wo ist dieser Boden mit den... Also wo ist dieser Raum mit dem, was ich da jetzt geöffnet... Also was ich da jetzt verändert habe? Hä? Bin verwirrt. War doch nichts. Achso, doch, doch, hier. Stimmt, stimmt. Hier war ja auch noch so ein Raum. Achso. War das Wasser vorher schon da oder sind die Hebel gekommen? Ach Gott. Ich und mein Gedächtnis. Dass ich mich hier überhaupt nicht verlaufe, ist ein Wunder. Nee, ich glaube, das Wasser war vorher nicht da, ne? Lara, tauch. Tauch. Tauch, bitte. Damit du überhaupt den Hebel betätigen kannst. Das war knapp an der Oberfläche. Ja, ich kann hier nur meckern, ne? Nur meckern kann ich hier. Ist hier sonst noch was? Ach, guck mal, das hat sich jetzt geöffnet. Da liegt der Schlüssel. Ich habe den Schlüssel gefunden. Tschalalala. Tschalalala. Jetzt kann ich zurück. So, ich glaube, das war der Rückweg, ne? Gab es hier irgendwelche Fallen oder so? Nee, ne? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich habe mein Gedächtnis. Sieh sich jetzt aber meine Waffen. Boah, ich traue ja der Statue, dass sie nochmal lebendig wird, ne? Ich traue der das. Ich traue der das sowas von zu. So. Jetzt haben wir hier jedenfalls noch den Schlüssel. Und dann dürfte sich das Tor öffnen. Und im besten Fall ist das Level vorbei. Dann ist die Folge zwar etwas kurz. Aber das ist ja dann egal. Oh Gott. Nein, mach doch nicht so ein Drama draus. Nein. Nein, du sollst... Oh Gott. Ja, wenn man die Finger verkehrt hat, dann kann das ja auch nichts werden, ne? Ich glaube, das kann ich schon komplett vergessen, oder? Ja, ja, komm, dann sehen wir Lara wenigstens beim Sterben zu. Oh, ist das schön. Ah, noch hat sie sich hingestellt. Und dann ist sie erst dramatisch umgefallen und halb im Boden versunken. Oh Gott, ich hatte meine Finger anders. Habe ich das Richtige jetzt geöffnet? Ich weiß es gerade nicht. Ja, doch, habe ich. Ach, puh, habe ich nochmal Glück gehabt. Und jetzt aber. Müssen wir mit den richtigen Fingern dran. Also die Finger auf den richtigen Tasten. Oh mein Gott, Lara, bald dich wieder rein. Schnell rein. Das ist minimal dramatisch. Oh. Ich speichere hier gerade mal. Ne? Also, ich weiß nicht. Ja, ich erschrecke mich vor einem Affen, ne? So weit ist es gekommen. Tut mir leid, liebe Affen. Nur weil ich den einen von euch getötet habe, seid ihr alle verärgert auf mich. Aber ja, ich war halt naiv genug zu glauben, wenn man ein neues Spiel startet, dass das keinen Einfluss hat auf einen anderen Spielstand, wenn man da den anderen Spielstand nutzt. So naiv. Ich war jung und brauchte das Geld. Welches Geld? Hier muss doch irgendwo was sein. Also nach oben kann ich scheinbar auch irgendwie noch oder so. Das öffnet sich nicht. Also entweder kann ich irgendwo hochklettern oder hier ist irgendwo noch ein Hebel. So, gucken wir uns mal um. Hier ist nichts. Hier sieht es auch ehrlich gesagt nach nichts aus. Nach gar nichts.
Da habe ich gerade das Gefühl, ich übersehe einfach das, wo ich hochklettern kann. Oh je, kann ich mich ja irgendwo festhalten? Scheinbar nicht. Nee. Ach, warte mal. Kann ich das verschieben? Nee, kann ich nicht. Schade. Es sah so verschiebbar aus. Wie viele Fackeln habe ich eigentlich noch? 27. Warte mal. Ja, ich fürchte doch. Es lohnt sich immer mal eine Fackel anzumachen. Ich liebe das, dass die so sich dann farblich abgrenzen. Das Blöde ist nur, ich habe irgendwie gedacht, dass das Level dann vorbei wäre und es sich lohnt, den Schnitt zu setzen. Ach, ist wahrscheinlich nur, damit ich dann da hochkomme. Ich gucke gerade, solange die Fackel läuft, ob ich hier irgendwo was verschieben kann. Weil sonst, ich muss einfach einen Schnitt setzen, sonst wird die Folge zu lang und dazu habe ich auch keine Lust. Oh, verdammt, jetzt hat die Fackel nicht mehr ausgereicht. Aber jetzt komme ich auf jeden Fall da nach oben. Definitiv. Muss nur gucken, ob das schon von hier aus reicht. Oh, würde eigentlich schon, ne? Ich schiebe trotzdem noch eins weiter. So, dann würde ich aber auch an der Stelle einen Schnitt machen, damit wir uns dann in der nächsten Folge in Frische wiedersehen können. Bis dahin dann, tschüss, eure Thai.